Es spricht Gudrun von Kubasi mit der Übersetzung von Maren von der Frente Unida America Latina. Die US-Regierung setzt im Fall des Journalisten Julian Assange ihre Zermürbungstaktik fort. Das Ziel, den Journalisten dauerhaft auszuschalten. Am 10. Dezember 2021 hat der Londoner High Court der US-Berufung gegen die im Januar abgelehnte Auslieferung des Gründers der Enthüllungsplattform WikiLeaks stattgegeben. Der Richter Timothy Holroyd begründete den Entscheid damit, dass die Vereinigten Staaten ausreichende Zusicherungen bezüglich den allfälligen Haftbedingungen machten. Nils Muicniec, der Europadirektor von Amnesty International, nannte die Entscheidung eine Travestie von Justiz. Der Fall geht nun zurück an den Westminster Magistrates Court mit der Anordnung, ihn auch der britischen Innenministerin Priti Patel für eine endgültige Entscheidung vorzulegen. Sollten die USA den 50-Jährigen letztlich erfolgreich auf US-Boden verurteilen, drohen dem gebürtigen Australier für die Veröffentlichung von Dokumenten zu US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan bis zu 175 Jahre Haft. Assange hat einen Medienbericht zufolge Ende Oktober im Gefängnis einen leichten Schlaganfall erlitten. Seine Verlobte Stella Morris mache dafür extremen Stress verantwortlich, den der Kampf gegen die Auslieferung in die USA verursacht habe, berichtete die britische Zeitung The Mail of Sunday. Weltweit wurde diese Entscheidung scharf verurteilt. Im Folgenden lesen wir die Stellungnahme von José Daniel Ortega Saavedra, dem amtierenden Präsidenten Nicaraguas und Vorsitzenden der Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, vom 11. Dezember 2021. El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, denuncia que en el Día de los Derechos Humanos se produzca un fallo que pone al fundador de WikiLeaks prácticamente en manos de sus verdugos yanquis. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega, denunció como una afrenta a los derechos humanos que, precisamente en la fecha que se celebra su Día Internacional, se produzca un fallo por la justicia británica contra el australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que lo entrega prácticamente a sus verdugos yanquis. El jefe de Estado recordó que las máximas autoridades del antiguo imperio inglés, que colonizó en África, en América, por todos lados, en contubernio con el imperio yanqui, y él con la traición de los peleles que asumieron el gobierno en su momento en Ecuador, se han confabulado contra Assange. En ese sentido, significó que el fundador de WikiLeaks estuvo protegido durante 7 años por el gobierno de Rafael Correa, recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. Der Präsident von Nicaragua, Kommandant Daniel Ortega, prangert am Tag der Menschenrechte ein Urteil an, das den Gründer von WikiLeaks praktisch in die Hände seiner Yankee-Henker legt. Der Präsident der Republik, Kommandant Daniel Ortega, prangert es als einen Affront gegen die Menschenrechte an, dass ausgerechnet am internationalen Tag der Menschenrechte ein Urteil der britischen Justiz gegen den Australier Julian Assange, den Gründer WikiLeaks, vorliegt, das ihn praktisch seinen Ami-Henkern ausliefert. Das Staatsoberhaupt erinnerte daran, dass sich die höchsten Stellen des alten englischen Imperiums, das Afrika, Amerika, überall kolonisiert hat.
in Absprache mit dem Yankee-Imperium und mit dem Verrat der Weicheier, die damals die Regierung in Ecuador übernommen haben, gegen Assange verschworen haben. In diesem Sinne sagte er, dass der Gründer von WikiLeaks 7 Jahre lang von der Regierung von Rafael Correa geschützt und in der ecuadorianischen Botschaft in London festgehalten wurde. Luego llegó el pelele traidor y lo primero que hizo fue sacar a Assange, violando las leyes internacionales, el derecho de asilo y entregárselo a las fuerzas represivas del Reino Unido, al sistema que se instaló en ese país, que decidió tener reyes y reinas como sucede en muchos países europeos que se dicen democráticos, rememoró. Entregaron a Assange porque los yanquis lo están persiguiendo. ¿Y cuál es su delito? Haber denunciado la violación de los derechos humanos, los crímenes cometidos por los gobernantes norteamericanos en asesinatos, bombardeos. Ese fue su delito. Haber denunciado ante el mundo esos crímenes que cometían y siguen cometiendo los Estados Unidos de Norteamérica en nombre de la democracia. Han cometido y cometen los más grandes en Europa. En nombre de la democracia lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y en Europa, en nombre de la democracia, llegó Adolf Hitler a gobierno de Alemania en su momento. Todavía hay nazis en esos países europeos. En Alemania mismo hay movimientos nazis que reivindican la democracia. Hay movimientos nazis racistas en los Estados Unidos también, subrayó Daniel. Dann kam der verräterische Schlappschwanz und das Erste, was er tat, war Assange unter Verletzung internationaler Rechte und des Rechts aufs Asyl zu entfernen und ihn den repressiven Kräften des Vereinigten Königreichs zu übergeben, dem System, das in diesem Land installiert wurde, das beschlossen hat, Könige und Königinnen zu haben, wie es in vielen europäischen Ländern geschieht, die sich demokratisch nennen, erinnerte er. Sie haben Assange ausgeliefert, weil die Yankees ihn verfolgen. Was ist das für ein Verbrechen? Die Verletzung der Menschenrechte, die von den amerikanischen Machthabern begangenen Verbrechen, die Attentate, die Bombenanschläge anzuprangern, das war ein Verbrechen? Vor der Welt die Verbrechen anzuprangern, die die Vereinigten Staaten von Amerika im Namen der Demokratie begangen haben und weiterhin begehen. Sie haben die größten Verbrechen begangen und sie begehen sie weiterhin. Im Namen der Demokratie wurden die Bomben auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen und in Europa übernahm Adolf Hitler im Namen der Demokratie die Herrschaft über das damalige Deutschland. In diesen europäischen Ländern gibt es immer noch Nazis. In Deutschland selbst gibt es Nazi-Bewegungen, die sich auf die Demokratie berufen. Auch in den Vereinigten Staaten gibt es narzisstische und rassistische Bewegungen, betonte Daniel. A Assange, cuando lo entregaron, han venido los juicios. En Inglaterra, siguiendo los procedimientos a partir de un hecho delictivo, y es que el gobierno británico ha hecho prisionero a una persona que denunció crímenes de Estados Unidos y gozaba de asilo en la Embajada de Ecuador. Lo han tenido detenido, discutiendo si lo mandan o no a Estados Unidos, donde lo están pidiendo los ganas de aplicarle la pena de muerte o más de 100 años de prisión. Hoy, en el Día de los Derechos Humanos,
que dicen los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, deberíamos esperar que condenará el gobierno británico por tener detenido a un ciudadano que lo único que ha hecho es denunciar los crímenes y torturas del gobierno yanqui. Ese organismo de Naciones Unidas debería estar preocupado por denunciar a los grandes criminales que tiene el mundo, los que se dan el lujo de invadir o bombardear cualquier país de nuestro planeta. Esa potencia se llama Estados Unidos de Norteamérica y habla en nombre de la democracia, y en nombre de la democracia están cometiendo un crimen más el día de hoy, porque en Inglaterra fallaron que había que entregar a Assange a los verdugos en Estados Unidos, enfatizó el presidente de la República. Als Assange ausgeliefert wurde, kamen die Prozesse. In England hat die britische Regierung eine Person, die Verbrechen der Vereinigten Staaten anprangerte und in der ecuadorianischen Botschaft Asyl genoss, aufgrund einer kriminellen Handlung festgenommen, einer sogenannten kriminellen Handlung festgenommen. Sie haben ihn in Gewahrsam genommen und diskutieren, ob sie ihn in die Vereinigten Staaten ausliefern sollen, wo sie die Todesstrafe oder mehr als 100 Jahre Gefängnis fordern. Heute, am Tag der Menschenrechte, was sagen die UN-Menschenrechtsgremien? Wir sollten von ihnen erwarten, dass sie die britische Regierung für die Inhaftierung eines Bürgers verurteilen, der nichts anderes getan hat, als die Verbrechen und Folterungen der US-Regierung anzuprangern. Dieses UN-Gremium sollte sich darum kümmern, die größten Verbrecher der Welt anzuprangern. Diejenigen, die den Luxus haben, in jedes Land auf unserem Planeten einzufallen und es zu bombardieren. Diese Macht heißt Vereinigte Staaten von Amerika und sie spricht im Namen der Demokratie. Und im Namen der Demokratie begehen sie Verbrechen, besonders heute, weil sie in England entschieden haben, dass Assange den Henkern in den Vereinigten Staaten ausgeliefert werden muss, betonte der Präsident der Republik. Apuntó que todavía hay una última apelación, pero es difícil que prospere, porque entre estas potencias hay una afinidad. Todas tienen la misma historia de conquista, de opresión, de dominación, de apoderarse de otros países. Hay pueblos rebeldes que están en contra de esas políticas. El pueblo británico es un pueblo que no comparte esas políticas. Habría ciudadanos británicos que son fascistas. Igual en Estados Unidos hay ciudadanos que condenan su política en el mundo. Pero apareciera una burla a esta fecha lo que está aconteciendo con Assange. Daniel resaltó que Assange ya se ganó desde el movimiento que hizo esas denuncias valientes, sabiendo que lo podían asesinar los organismos de inteligencia de Estados Unidos combinados con los europeos. Se ganó el reconocimiento de los pueblos y por lo tanto se ganó el premio de la paz de los pueblos del mundo. No es el premio Nobel que se entregan a los que luego destruyen, invaden, asesinan, bombardean. A Assange lo reconocemos como el premio de la paz por su valentía, por su dignidad, por su firmeza. Y nos solidarizaremos en este día con ese hombre que ha actuado con una enorme conciencia y una gran valentía. Y ahora está a las puertas de ir al patíbulo ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. Sentenció
el presidente de Nicaragua. Wies darauf hin, dass es noch einen letzten Rechtsbehelf gibt, der aber nur schwer Erfolg haben wird, weil es eine Affinität zwischen diesen Mächten gibt. Sie alle haben die gleiche Geschichte der Eroberung, der Unterdrückung, der Beherrschung, der Übernahme anderer Länder. Und es gibt rebellische Völker, die gegen diese Politik sind. Das britische Volk ist ein Volk, dass diese Politik nicht teilt. Es wird britische Bürger geben, die Faschisten geben, sind, so wie es in den Vereinigten Staaten Bürger gibt, die ihre Politik in der Welt verurteilen. Aber was mit Assange geschieht, scheint eine Verhöhnung dieses Datums zu sein. Daniel betonte, dass Assange die Anerkennung des Volkes bereits von dem Moment an verdient hat, als er diese mutigen Anschuldigungen machte. Obwohl er wusste, dass er von den Geheimdiensten der Vereinigten Staaten zusammen mit den Europäern ermordet werden könnte. Und deshalb hat er den Friedenspreis der Völker gewonnen. Es ist nicht der Nobelpreis, der an denjenigen verliehen wird, der dann, die dann zerstören, einmarschieren, morden und bombardieren. Wir verleihen Assange den Friedenspreis für seinen Mut, seine Würde, seine Entschlossenheit, und wir sind an diesem Tag solidarisch mit diesem Mann, der mit großem Gewissen und großem Mut gehandelt hat. Und jetzt steht er kurz davor, in den Vereinigten Staaten von Amerika an den Galgen zu kommen, sagte der nicaraguanische Präsident. Freiheit für Julian Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! So, liebe Leute,